Und damit willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Ich bin der Bardo und begrüße euch zu Resident Evil 3 Nemesis in der Rebirth-Version. Ja, das ist wohl ein Klassiker, also das ist jetzt kein Remake, es ist quasi ein Rebirth. Die haben das grafisch ein bisschen aufpoliert und für neue Rechner zugänglich gemacht. Und ich habe mir gedacht, weil ich dieses Spiel noch nie gespielt habe, als Resident Evil-Veteran, ja, muss ich die auf jeden Fall nochmal nachholen. Und die alten Teile wie 2 und 3 habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht gespielt, dafür aber die Remakes und ich habe mir gedacht, komm, wir müssen die alten auf jeden Fall auch nochmal spielen. Deswegen klicke ich jetzt mal hier auf Spiel starten und Modus schwer ist hier, glaube ich, der normale Modus. Und von daher schauen wir jetzt einfach mal gemeinsam rein. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß und ja, wir schauen mal, was hier so abgeht. Bin sehr gespannt, dran geblieben, bis gleich. Oh, wir können noch Kleidung auswählen. Dann würde ich sagen, wir nehmen erstmal normal. Resident Evil. It all began as an ordinary day in September. An ordinary day in Raccoon City. A city controlled by Umbrella. No one dared to oppose them. And that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions, but there would be no forgiveness. If only they had had the courage to fight. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance, and my last chance, my last escape. This is Chopper Delta, preparing to drop off at area E950704. What are they? Holy crap. Okay, und da geht das Spiel schon los. Wie schieße ich denn? Okay. Benutzen? Ich muss die Steuerung erstmal lernen. Und das Schöne ist, es ist natürlich Panzersteuerung. Okay. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Hm.
okay. We've got to get out of here. What? What do you think you're talking about? I just lost my daughter out there. How dare you tell me to go back outside? I'm sorry about your daughter, but there isn't going to be any rescue. We have to get out of here. No! I'm not going anywhere. I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters. Now leave me alone! Leave me alone! I told you! I'm not leaving! Never! Never! Okay, okay, dann kommst du halt nicht mit und bleibst in deinem komischen Container. Kann ich mit leben. So, dann schauen wir doch mal. Ich bin sehr gespannt, was mich hier erwartet in diesem Spiel. Wie gesagt, ich habe das früher bei meinem großen Bruder immer gesehen und zugeschaut. Selber spielen durfte ich natürlich nie. Jetzt muss ich mal eben schauen, wie komme ich denn überhaupt ins Menü? Nee, da nicht. R1 ist Zielen, das ist auch Zielen. Ah, okay. Spieleanweisung A, da müssen wir natürlich einmal reinschauen. Ups. Nutze. Spieleanweisung, hier werden verschiedene Aktionen, Bedingungen der Karte und Bedienung der Ergebnisbildschirme beschrieben. Okay. Dann lass uns mal schauen. Okay, Gegenstände schießen. Bla 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 bla. Schnelle Drehung. Drücken Sie die Laufentaste, wenn Sie sich zurückziehen. Okay, dann müssen wir gleich mal ausprobieren. Flucht im Notfall. Können Sie sie wegstoßen? Drücken Sie ganz schnell die Richtungstasten. Aktionstaste, Abbruchtaste, Laufentaste. Waffen ziehen, Gegner, Waffen ziehen, alle. Und Ziel wechseln Taste. Was? Wie viele Tasten soll ich denn da drücken? Okay, aber man kann die irgendwie, kann man die wegdodgen. Ausweichen. Ah, okay, okay, okay. Ich werde es mal probieren. Wie geht denn jetzt überhaupt... Ah, das ist der schnelle Move. Ich verstehe. Yeah, die kann sich sogar drehen, wenn man es richtig timet. Okay, da müssen wir erstmal mit klarkommen. Die Steuerung ist auch ein bisschen weird. So, möchten Sie die Patronen nehmen? Ja. Also Rennen ist auf A bzw. X. Zielen ist auf R1 bzw. RB. Okay, okay, okay. Ach, Treppen läuft die jetzt auch schon so? Das ist ja interessant. Holy damn. Okay, da müssen wir jetzt erstmal schauen, dass ich mit der Steuerung klarkomme. Das ist aber immer so, wenn man neue Spiele spielt, muss man da erstmal mit klarkommen irgendwie. So, was haben wir denn hier? Möchten Sie das nehmen? Lagerschlüssel mitnehmen, natürlich. So, hier haben wir die Kiste, hier haben wir Gunpowder anscheinend. Wie komme ich denn da dran? Gunpowder, Pulver A. Oder Pulver A, wie auch immer. Da können wir nämlich auch nochmal gerade schauen. Spieleranweisung B. Nutzen. Ja, da müssen wir gerade mal eben schauen. Gibt's hier nicht so eine Liste da? Okay, A. Was ist A plus A? Gibt's gar nicht? A sind auf jeden Fall Patronen. B, C. Boah, ich glaube, da mache ich mir später mal einen Screenshot von. So, dann packe ich das ganze Zeug mal hier eben in die Kiste. Ein Messer gibt's hier auch. Allerdings bin ich nicht so der Fan vom Messer, müsst ihr verstehen. So, das packe ich hier mal rein. Das hoffe ich, brauche ich jetzt auch erstmal noch gar nicht. So, verschiedene Berichte wurden hier einsortiert. Aha. Gibt's hier nicht noch irgendwas, was ich brauche? Oh, da! Ink Ribbon, Farbband, nice. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen speichere ich jetzt auch noch nicht. So, gibt's hier denn noch irgendwie was? Munitionstechnisch? Nicht? Verschiedene Berichte. Ah, ich überlege, ob ich vielleicht schon ein bisschen Munition herstellen soll. Aber wir versuchen mal so zu überleben.
So, wir checken alles mal ab, ob ich hier noch irgendwas liegen gelassen habe. Und es gibt bestimmt irgendwas, was ich nicht gesehen habe. Und wir laufen hier nochmal eben hin, bevor ich jetzt da rausgehe. Okay, der Container ist verschlossen. Okay. Hier ist nichts mehr. Na gut, dann versuche ich da mal mit klarzukommen mit dem, was ich habe. Sie haben den Lagerschlüssel benutzt. Diesen Schlüssel brauchen Sie nicht mehr. Möchten Sie ihn ablegen? Natürlich. Haben wir denn auch eine Karte? Ja, tatsächlich. Oh Gott, ich hoffe, ich komme mit der Steuerung klar. Weil Panzersteuerung ist nie das gewesen, was ich wirklich... Also ich komme da einfach nicht mit klar. Panzersteuerung ist echt ekelhaft. Vor allem, wenn man so die neuen Spiele gewohnt ist. Soll ich denn jetzt schon hier lang gehen? Ich weiß ja nicht. Ich hau ab. Ich hoffe... Oh nein. Ich hoffe, die stehen jetzt nicht schon vor der Tür, wenn ich da wieder zurückgehe. Okay, das war gar nicht gut, was da gerade passiert ist. Von hier bin ich gekommen. Hier ist auch schon wieder ein Zombie. Nein, 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 nein! Oh, crap. Was mache ich denn jetzt? Da sind keine mehr. Doch, 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 doch. Oh nein, da kommen ganz viele Zombies jetzt. Was mache ich denn jetzt? Oh, shit. Nein, 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 ziel auf den. Nein! Oh Gott. Wow. Was passiert hier? Ich komme gerade gar nicht klar. Nein! Stay down! Oh, das war gar nicht gut für unsere Energie, glaube ich, ne? Ha, wir sind schon bei Achtung, da müssen wir aufpassen. Kombinieren hiermit. Holy crap. Ein Autowrack blockiert den Weg. Warum ist denn da jetzt die Tür so komisch abgefallen? Und der lebt doch auch noch. Erzähl mir doch nix. Okay, der ist auch down. Uff. So, ich renne da mal durch. Das sind ja noch viel mehr. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Wir sind im Kreis gelaufen. Ich verstehe. Aber die beachten mich gar nicht. Das ist gut. Wir gehen hier gleich nochmal hin. Ich hoffe, die Zombies sind jetzt hier auch tot. Und bleiben tot. So, hier war ja auch noch ein Weg. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Okay, dann schauen wir mal eben auf die Karte. Also, ich muss jetzt quasi... Wie komme ich denn da hin? Hier ist aber keine Tür. Hier könnte ich auch noch durch. Da sind wir doch hergekommen, oder nicht? Oder täusch. Was war das jetzt für ein Geschrei? Der Eingang wurde mit Brettern vernagelt. Jetzt bin ich ja hier. Hier wollte ich gar nicht hin. Einmal auf die Karte schauen. Ja, genau, hier muss ich hin. Ach, die Türen kann man auch skippen. Das ist interessant.
Okay. So, was haben wir denn hier gefunden? Möchten Sie das nehmen? Feuerzeug, Benzin? Ja. Natürlich. Das wird bestimmt noch wichtig. Eine Schrotflinte. Natürlich möchte ich die mitnehmen. Was ist denn das für eine Frage? Kommen die jetzt hier runter? Oh nein. Okay. Die beachten mich gerade gar nicht. Das ist wunderbar. Oh, grüne Kräuter. Gib mir das. Das nehmen wir natürlich alles mit. Oioioioi. Aber das macht jetzt schon Spaß. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Nein! Da muss ich wahrscheinlich irgendwie rein. Da habe ich aber noch nichts für. Was ist das denn für ein Geräusch gewesen? Oh, die fressen den ja auf. Oh mein Gott. Oh, ist das eine Karte? Bitte. Jawohl. Holy crap. Sie haben sie jetzt genommen. Okay, Karte des Wohnviertels. Wie zoome ich denn? Ach so. Oh, das ist aber groß. Verkaufsbüro und Bar. Na, wir schauen mal, wo uns der Weg hinführt. Hier sind auf jeden Fall zwei grüne Kräuter. Die nehme ich direkt mit. So, was ist das hier? Da kann ich gar nichts mitmachen. So, jetzt laufen hier natürlich 1000 Zombies rum. Supergeil. Ich muss mich auch erst an die Steuerung gewöhnen. Es tut mir leid, wenn ich hier noch so ein bisschen... Mal hier nah dran und dann schieße ich dir die Birne weg. Oh yeah. Na, wer will noch? Noch jemand? Komm ruhig, ich hab was für dich. Komm. Oh, damn, beide getroffen. Jawohl. Den lassen wir mal liegen. Boah. Okay, das macht aber echt Bock. Ich weiß halt, wie gesagt, nur nicht, was mich erwartet. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Da schießt jemand. Oh, das ist aber verwirrend hier, leicht. Nein, das... Hat er irgendwas? Nein. Postkarte vom Glockenturm. Wir lesen uns einfach mal eben eine Postkarte durch. Eine Postkarte mit einem Glockenturm. Okay, das war's auch schon. Die folgende Erläuterung findet sich auf der Rückseite. Ein Orientierungspunkt, Glockenturm Saint-Michel. Okay. Ja, der schießt den schon tot, da brauche ich mich nicht drum kümmern. Situation. What could they do? Listen, he's coming for us. We're both gonna die. What are you saying? You'll see. He's after STARS members. There's no escape. Okay, ich glaube, die Rede war von Nemesis. Und ein Feuerzeug, natürlich. Kann ich denn das...
kann ich das denn jetzt kombinieren oder wie läuft das? Ich probiere das mal. Oh, die Steuerung. Oh, das geht tatsächlich. Cool. Jetzt haben wir ein Feuerzeug. So, liegt denn hier noch irgendwas Schönes rum? Ja, natürlich nehmen wir das mit. So, müssen wir denn jetzt hier raus? Ach, dann komme ich da wieder hin. Okay, ich versuche hier mal die Tür zu öffnen und da oben könnten wir auch noch lang. Hier ist die Tür auch noch zu. Und dann müssen wir auch gleich schon speichern. So, ich skippe die Tür mal gerade. Ach, jetzt sind die Zombies auf einmal weg. Der Rollladen ist unten. Schöner Spielplatz übrigens. Sei tot, bleib tot, bin ich nicht von hier gekommen? Tatsache. Nein! Du Arsch! Zombie! Bleib unten! Oh. So, die Tür können wir jetzt, glaube ich, aufmachen. Jawohl. Schloss entriegelt. Puh. Oh, crap. Das hört sich gar nicht gut an. Oh, crap. Okay. Oh, Kacke, nein, das wollte ich nicht. Oh, shit. Schieß! Lauf! Nein! Oh Gott, ich sterbe gleich. Oh Gott! Lauf, 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 lauf! Habe ich keine Munition mehr? Nein, weg! Oh crap, ich habe ja wirklich keine Munition mehr. Oh. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass ich keine Munition mehr habe. Aber ich kann mich gleich heilen. Das ist schon mal gut. So, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und kombinieren... Oh, die Steuerung, es tut mir leid. Kombinieren hiermit. Und auch einmal bitte mitnehmen. Und das kombinieren wir auch gleich. Wir sind schon auf Gefahr, ey. Das kann ja was werden. Nutzen. Okay, uns geht's wieder gut. Foto A. Die Polizisten drängen weiter vorwärts. Das Datum 27. September steht drauf. Okay. Das Fleisch wurde anscheinend angebissen. So, fest mit einem Seil verschnürt und wird nicht aufgehen. Das Seil wurde wohl mit Öl getränkt. Das heißt, wir können das wahrscheinlich... Nein. So. Ja, siehst du wohl, geht doch. Und wo sind wir jetzt? Ah, da kann ich speichern. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Und dann kann ich da nach rechts oder nach links. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal für die Folge... Nein, keine Hunde! Schnell rein da! Oh.
Oh crap. So, holy shit. Okay, wir nehmen mal das Puder mit hier einmal. Das verstaue ich hier, das auch. Und dann benutzen wir einmal, so wie ich das jetzt verstanden habe, können wir, es tut mir leid, die Steuerung, können wir das hier kombinieren. Ja. Yep. Wunderbar. Oh, das ist sehr gut. Hiermit kombinieren und das packen wir dann wieder zurück. Und da ist sogar noch mehr Gunpowder, sehe ich gerade. So. Gib mir mal den Muex. So. Und ich hoffe, das ist jetzt richtig, wenn ich... Warte mal, Pulver B. Das war doch... Das war doch Schrotflintenmunition, oder? Ich hoffe, das ist richtig, was ich mir gerade denke. So, das lassen wir mal hier. Wir probieren das mal. Oh, Steuerung! Nice. So, okay, das packen wir hier hin. Das Messer brauche ich erstmal nicht, damit komme ich sowieso nicht klar. Zack. Und dann sollte das erstmal reichen. Ne, die Patronen nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann haben wir 15, 30 Schuss insgesamt. Hier könnten wir nochmal ein bisschen was herstellen. Und ich glaube, das mache ich auch. Weil hier laufen ja wirklich sehr, sehr, sehr viele Zombies rum. Kombinieren hiermit, kombinieren damit. So, und das packen wir mal hier rein. Und speichern hier an dieser Stelle. Eine alte Schreibmaschine, Sie können Ihre Voran... Ach, Sie können Ihr Vorankommen hier speichern. Möchten Sie das Farbband benutzen? Ja. So, da überschreibe ich mal meinen alten Spielstand. Ich habe ja schon mal so ein bisschen angetestet, das Spiel, ob das überhaupt läuft. Den überschreiben wir jetzt. Packen das Farbband dann hier wieder rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Resident Evil 3 Rebirth Nemesis. Und bin gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Also schaltet ein, wenn es soweit ist. Ich würde mich freuen. Lasst von mir aus gerne ein Däumchen da oder schreibt in die Kommentare. Das würde mich freuen und den Kanal ein bisschen supporten. Bis dahin, macht's gut. Peace, bis dann und haut da rein.